auch nicht mal mit der Nacht. Da fuhren wir mal zum Konrad Schacht und haben uns gedacht, ja, wir machen hier mal die Musik zu der Atompolitik und alle haben gelacht. Nur 2 Minuten später dann, da kam ein ganzer Mob da an, was will der denn nur hier? Und da passierte dann etwas, das fand ich ganz schön ziemlich krass mit der Sicherheitstür. Ja, die Tür ist kaputt, die Tür ist kaputt. Oh, oh, oh. Wir sind hier in einem Neutram vor der Polizeikaserne, vor einer der großen Kasernen hier im Kreis Lüge-Dannenberg, wo ich glaube 40% aller Polizisten stationiert sind. Und ja, wir machen das traditionelle Angrillen, wie jedes Mal, wenn der Castor kommt. Bloß in diesem Jahr ist mit dem kleinen Unterschied, wir sind nicht nur 30, 40 Leute, wir sind ja hier, ich glaube, 500 oder 1000 oder 2000, ich weiß es nicht. Also es macht richtig Spaß. In den kommenden Tagen wird es genauso chaotisch wie in jedem anderen Jahr auch. Wir wissen ja selber nicht, was wir tun. Bloß komischerweise stehen irgendwann irgendwo auf irgendwelchen Straßen irgendwelche Betonklötze, an denen man sich freiwillig anketten kann und nicht wieder loskommt. Zum Beispiel. Oder dem Trecker geht der Sprit aus. Oder dem Anhänger platzt die Luftleitung. All solche Sachen passieren hier. Und man möchte dann ja mit seinem Trecker zum Beispiel auch wegfahren. Kann man aber nicht, weil sitzen irgendwelche Leute drunter. Und man will ja niemanden gefährden oder behindern.